Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Hitmonz. Und, ja. Stehen geblieben sind wir bei der Mission Alten Goldener Käfig in Marrakesch, in Marokko. Und ich würde sagen, die mach mal. Gut, es ist ein Weilchen hier mittlerweile. Knapp 2 Wochen, dass ich das letzte Video hochgeladen habe. Und noch ein paar Tage länger her, das letzte Mal gespielt habe. Your destination is Marrakesch, Morocco, where civil riots are looming. Your targets are private banker Klaus Strandberg and army general Reza Zedan, two of the conspirators in a sinister plot to overthrow Morocco's fragile government. Strandberg, a former bank CEO who stole billions of dollars worth of savings from the Moroccan people, was facing trial for investment fraud. But early this morning, a band of heavily armed mercenaries freed Strandberg from his prison transport, resulting in the death of several police officers. Strandberg now takes refuge at his native Swedish consulate, in front of which crowds of angry protesters have gathered, demanding his handover to Moroccan authorities. We believe General Zedan orchestrated Strandberg's escape to infuriate the public and spark nationwide riots, allowing Zedan to impose martial law. Operating out of a field HQ at a nearby abandoned school, he will no doubt use the riots to depict the Rabat government as weak and inept, and persuade the general staff to support a fully-fledged military coup in the name of national security. Our client, building contractor Hamilton Lowe, who stands to lose a fortune in government contracts, has hired us to prevent the coup d'etat. To do so, you need to paralyze Zedan's rebel forces and prevent the riots from escalating further, hence the double contract. This is quite the political powder keg, 47, so be careful. The fate of a nation is at stake. I will leave you to prepare. Ach ja, richtig, da darf ich ja jetzt erstmal wieder meine Einsatzziele mir betrachten und Zeugs mitnehmen. Nee, das brauchen wir nicht nochmal. Schauen wir uns nochmal. Also, hier, vor allem, ich bin der Meinung, der muss weg. Klaus Hugo Strandberg. Der denkt wohl, er ist der Größte, ihn keiner was, aber gibt's da keine weiteren Infos zu dem? Schwede ist er auch noch. Mhm. Der ehemalige Präsident von Marokkos größter Privatbank. Ja, ein schwerer Investmentschmittel gehen das vor, bla bla bla. Derzeit sitzt er im schwedischen Konsulat in Marrakesch fest, das deswegen ihm praktisch belagert wird. Ja, das heißt, wir müssen irgendwie ins Konsulat eindringen und den ausschalten. Strandberg wuchs in einer unauffälligen Mittelstandsfamilie im schwedischen Lund auf. Bereits als Teenager zeigte er Zeichen eines hochfunktionalen Soziopathen. Charmant, charismatisch, extrovertiert und Vertrauen erweckend und inspirierend. Gewohner Anführer und erstklassiger Scharlatan. Mhm. Boah, das ist mir so viel zu lesen. Ich scroll das jetzt einfach mal durch. Wichtig ist, er ist Präsident der Bank gewesen und hat beschissen. Nachstrichen, Faden, was? Ja, was hat's dann mit dem Thema aus sich? Aha. Reza Zedan stammt einer der reichsten und prominentesten Familien von Marrakesch. Sein Großvater errichtete ein millionenschweres Parfümimperium und sein Vater, ein früherer Außenminister, bereitete seine Kinder schon früh auf öffentliche Ämter vor. Sein älterer Bruder ist Diplomat, seine Schwester UN-Anwältin. Der junge Reza Zedan, ja, dann jedoch fand seine wahre Bestimmung beim Militär. Ja, so sieht er ja auch aus, wie so ein Militär. Ein paar Sterne auf der Schulter.
Vetternwirtschaft, klar. Öffentlich, bla bla. Schwäche für schöne Frauen. Leidenschaftliche Lunkengesell, bla blub. Seit uns jetzt seine Unabhängigkeit und strebt eher nach Macht, nach Geld und Ruhm. Sein innerer Geist kennt Zeldan als distanziert, skrupellos und hinterhältig. Der erfahrene Soldat führt Zeldan ziemlich über Rang Mongols. Kennt es sich aber auch mit politischen Intrigen aus und schaltet seine Gegner am liebsten mit listen Tücke aus. Mhm. Ja, komm. So, verborgene Waffe, die nehmen wir natürlich mit. Sommeranzug, ja. Mir wurscht. Man kann natürlich auch den klassischen Anzug nehmen, aber. Ja, ich nehme dann einfach mal das, was zu einer Mission vorgeschlagen wird. Ich meine, ich hatte ja der letzten Mission auch einen anderen Anzug. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob das auch der war, aber ich glaube nicht. Das war was anderes. Doch, das war eine andere Klamotte. Ganz klar. So. Startpunkt, Klavierseite. Schmuggelobjekt. Wir hatten Dietrich das letzte Mal geschmuggelt, ne? Ja, also wir haben hier jetzt einige Zeugs, ne? Können da ein paar fette Gewehre, Rotflinte und so ein Zeugs schmuggeln. Lauter sind Zeugs. Ich wäre dafür, den Dietrich zu schmuggeln, weil es ist halt tatsächlich einfach ein nützliches Tool. Und die Mütze ist auch ganz nützlich. Und dann würde ich sagen, geht's los. Ach, beliebige Verkleidung, beliebige Methode, bla und blub. Ja. Interessante Weltkarte hier. Ich frage mich, was manche so halbkreismäßige Gebilde bedeuten sollen. Sehe ich da. Ah. Spanien ist so eine Art Viertelkreis und dann irgendwo im Nahen Osten. Welcome to Marrakesh 47. Oh, the situation grows more tense by the minute. The consulate is under lockdown, but the protests are only a stone throw away from full-blown riots, and Zeydan won't hesitate to unleash his troops. So whatever you're planning, time is of the essence. Good luck, 47. Good luck, 47. So, dann sollen wir die beiden mal eliminieren. Schauen wir uns mal um. Was haben wir denn da? Auch einen Ziegel. Nehmen wir direkt mal mit und stecken ihn weg. Wie wäre es, wir nehmen einfach das Motorrad hier und heizen einmal durch die Menge. Geil, wie einfach hier ein Motorrad steht, ne? Karte, wir haben ein paar Ebenen. Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, es scheint nicht ganz so groß zu sein, aber da unten geht es noch ein Stückchen weiter. Ja gut, das war's dann. Aber auch. Erstmal erkunden gehen. Ja, ganz so schön wie in Sapienza ist es hier, ne? Was ist das hier? Ein Laden? Ah, das ist so eine Art Markt. Hey, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ne? In einem von dem
älteren Hitmans hatten wir ja auch mal so eine Stelle mit so einer Art Markthalle. Da war aber, das sah aber nicht so schön aus wie hier. Oh, was haben wir hier? Noch mehr Ziegelsteine. Ein paar. Das, hey. Schön immer mal alles mitnehmen, weil. Kann man ja durchaus zwischendurch auch mal gebrauchen. Kabel freilegen. Oh. How's your father? Doing well. Thanks for asking. He's upstairs right now working on this novel of his, some kind of political thriller, I think. You know, airport lit. Oh, that's nice. So he doesn't miss the old school. Well, he was headmaster for 30 years. You need clearance to pass. You don't have it, buddy. So, you know, the one that fits all the locks. Seems to be able to part with the damn thing. But that's nostalgia for you. Well, maybe now he'll be a famous writer instead. Gelegenheit entdeckt. Juhu. And maybe my carpets are magical. Oh, give your old man some credit, Marwin. He might surprise you yet. Anyway, hier darf ich rein, okay. Yep, up, up and away. Darf ich auch da rein? Bist du der Teppichmann? Oder. Ne, warte, doch, das sind Teppiche, oder? Oder. Stoff. Stoffmann. Nein, ich möchte dich. Ja, ich geh mal, der ist da oben. Darf ich? Gucken, was da oben ist. Es wird erstmal fett gespeichert. Ja, gut. Einfach eine Dachterrasse. Wasserpfeife kann ich vergiften. Da ist ein Ziel. When his best friend is killed by a Langley approved drone strike in the mountains of Pakistan. Hey, hey you! Get the heck out of here. Ja, ja, ich wollte jetzt nur mal kurz gucken. Ja, wo ist er hin? Ach. Hey you, this is a restricted area, sir. That's gonna hurt. Oh. Under arrest. Put those hands. Is he taking them on? Knocking innocent people out. Let me get out. Shooter, possible attack. Hoppla. Hey, ich hab dich doch gerade umgeboxt. Wo stehst denn du wieder auf? Hey. Der steht tatsächlich wieder auf, doch. Sir, I've got you in my sights. You can't bash people's heads in like that. Let me see those hands. Son of a bitch! Hey, komm. Sorgen wir doch mal dafür, dass du liegen bleibst, ne? Okay, leg ich mich hin. So. Laden. Da hat es ja schön gespeichert. Ja, gut. Da oben war ja sonst eigentlich nichts weiter. Nichts Interessantes. Gehen wir wieder runter. Aber interessant, dass ihr beiden, wenn ich euch boxe, wieder aufsteht. Ja, das ist... Sackgasse. Ja gut, hier komme ich dann aber auch irgendwie nicht weiter, ne? Who are you? Do I know you?
Oh, es ist ein Verbrechen, Strom ein- und auszuschalten. So, jetzt kann ich hier... Ich weiß, das wird mich jetzt töten, aber... Mir egal. Kann ja mal jetzt übrigens, wenn ich auf ein Netzspielen drücken. Und gucken, was passiert. Ja, nochmal zur Verdeutlichung. Welcome to Marrakesh 47. Dass es dann einfach von vorne anfängt. So. Ich hätte aber gerne den Spielstand von eben geladen. Einfach. Weil ich diese Gelegenheit entdeckt habe. Gut, schauen wir mal hier weiter. Na, ah, da gehe ich jetzt nicht nochmal durch. Hello, ob ich hier wohl... Ich habe gerade voll die bescheuerte Idee. Einfach mal Teller abschießen. Hey, ich muss es einfach tun. Ich speichere jetzt einmal kurz. Ja. High quality pottery. Ups. War ein Versehen. Oh, einen Schuss habe ich noch. Und bam. Dich hat's erwischt. Randale! Ah, interessant. Du schießt durch die Leute durch, oder? Ja. Genug Keramik kaputt gemacht, genug Teller kaputt gemacht, wir laden neu. So. So. Gehen wir mal wieder raus aus der Ecke und... Sorry. Lassen diese tollen Teller hinter uns. Alter, ich dachte eben schon fast, ne, dieses Gedudel, es wäre irgendjemand, der da rumschreit. Aber ist es nicht. Es ist ein Gedudel. Ein Gedudel, so, hier stehen wieder ein paar Leute Wache. Ach, aber ich wollte doch mal dazu den Strong Shoes. Sir, this is a restricted area. Now don't show yourself here again. Oh, Mann. Bin extra hierher gekommen, weil ich den Laden besuchen wollte. Und jetzt darf ich nicht. Ah.
Warum auch immer ich getrocknete Bananen vergiften sollte. Gibt's noch mehr als was man hier vergiften kann, oder? Quasi alles. How you doing? Nein. Na, probier ich das gar nicht. Das ist ein ordentliches Getümmel hier. Da drüben mal wieder Wachen. Mal gucken gehen. Also ich schätze mal so ein Uniform oder so. Hier kann ich auf jeden Fall lang gehen. Da auch, oder? Neue Gelegenheit. Eine neue Gelegenheit entdeckt, ja, das können wir später noch nutzen. Jetzt mal sich umgucken, ob man irgendwo ein Ziel sieht, da drüben. Da sind wieder Bananen. Ja, einfach mal so eine Banane essen. Oh, man kann hier einfach untertauchen als Kunde. Gibt's hier sonst noch Schönes? Ah, Telefonzelle und wieder ein Moped, das man manipulieren kann. Ist hier eine Seitenstraße und wieder mal so ein Soldat. Ja, bin schon wieder weg, ja. Sorry. Was haben wir hier? Hey, did you see who's inside? No, who, sister? That girl you went out with last year. I forget. Sorry. You brought her home once or twice. Lampen. Und Wasserpfeifen? Ach, und schon wieder so eine Treppe nach oben. Alright there. Darf ich hier auch nicht durch? Es sagt mir nur nichts, ne? Geh mal vorsichtshalber nicht an ihm vorbei. Hey, got one left. I'll go find a spot and then we head back to the school. How's that? Sure, we'll wait. Reading, sir. What does General Zaden want? Paper the whole city with these things? Yeah, you know what they say. The bigger the lie, the more people will believe it. Yeah, I don't know. What if the real Crystal Dawn finds out? They won't look too kindly on us creating revolutions in their name. It's fraud. They're a terrorist organization. Who are they gonna complain to? Us? Look, if they do find out, you and me are at the far bottom of a very long list. Now, I'd worry less about Crystal Dawn and more about the guy who pays our wages. Ah, yes. The risk of being hanged as a traitor. Hadn't thought about that scenario for a minute or two. Thank you. This makes me feel so much better. Just hang the damn posters, will you? Hang the damn posters. So. So. Absolut kein Schimmer, was ich machen soll. Komm, ich speichere mal. Kurz einfach hier wieder drüber, bevor ich hier lang latsche. Oh, was ist denn hier? Dosen. That's okay. Looking sharp today, sir.
Moment mal. Der Typ wäre natürlich, denke ich mal, eine gute Gelegenheit. Eine Uniform zu bekommen. Aber nicht, wenn da irgendwelche Leute rumlaufen. Probier das jetzt einfach mal. Und zwar jetzt. Ich hoffe mal, da ist jetzt niemand, der das sieht. Kann ich den da? Kann den da nicht verstecken oder so, ne? Ja gut, das ist mir jetzt scheißegal. Ich brauche irgendwie eine Stelle, wo ich ihn verstecken kann. Ich will den da nicht so liegen lassen. Sag bloß, da kann man rein. Da könnte ich ihn verstecken. Okay. Laden. Bestätigen, das ist, das ist ja gut, da ist eine. Da kann man rein. Das muss ich auch noch mehr genauer betrachten. Aber warte mal, wir haben ja auch noch den Dietrich noch nicht eingesammelt. Müsste ich dann vielleicht auch mal nochmal. Verbrechen wurde bemerkt. Ach, schade. Hoffentlich merkt, dass da drüben ist keiner. Oh. Nein, ich will nicht speichern. Laden. Jetzt läuft das aber auch echt beschissen, ne?